Gehen Sie mal zu einem Amerikaner, gehen Sie mal zu einem Russen, gehen Sie zu einem Japaner, gehen Sie egal wohin auf der Welt und sagen Sie denen, wir machen jetzt komplett alles auf Windanlagen, auf Solaranlagen, kostet euch dann halt der Strom das 3- bis 4-fache. Wenn die sagen, ihr seid verrückt. Erzählen Sie mal einem Amerikaner, selbst einem Demokraten, lasst uns die Mauern nach Mexiko einreißen, lasst jeden ins Land kommen. Erzählen Sie mal einem Japaner, lasst doch jeden aus Malaysia und Indonesien nach Japan kommen und in Japan genauso leben, wie ihr in Malaysia und Indonesien gelebt habt, auf Kosten der japanischen Steuerzahler. Sagen die, ihr seid vollkommen verrückt, ihr seid Extremisten. Ich könnte durch jeden möglichen politischen Bereich gehen und Sie würden feststellen, dass die AfD diejenigen sind, die das vertreten, was in 90% der Länder der Welt als absolut normal gilt. Und die Politik, die von den anderen Fraktionen vertreten wird, wird in 90% der Länder der Welt als extremistisch wahrgenommen. Und das ist das politische Umfeld, in dem wir uns in Deutschland bewegen. Dessen muss man sich immer bewusst sein.